Im vierten Kapitel unserer Reihe beschäftigen wir uns jetzt mit Funktionen und Funktionsbausteinen. Wir fangen an und lernen nochmal den Unterschied zwischen Variablen und Parametern. Was sind eigentlich temporäre Variablen? Was sind statische Variablen? Was ist überhaupt ein Datenbaustein? Wie wird der angelegt? Wie wird der gelesen? Wozu dient überhaupt ein Datenbaustein? Und zwar in erster Linie ein Globaldatenbaustein. Denn der nächste Punkt wird sein, die Gegenüberstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen, FCs zu FBs. Und wenn man sich mit Funktionsbausteinen beschäftigt, dann kommt man nicht drum rum, sich auch mit Instanzdatenbausteinen zu beschäftigen, denn das ist das Gedächtnis eines jeden Funktionsbausteins. Wir werden ein Programm schreiben oder kopieren, je nachdem, was ihr wollt. Und zwar dieses Programm werden wir erstmal erzeugen in einem FC0. Ja, der FC0 gibt es also wirklich. Man kann ihn anlegen. Ich habe den jetzt mal gewählt. Im Betrieb habe ich den nirgendwo gesehen. Im Grunde ist es auch egal, wie wir ihn nennen. Ich nenne ihn jetzt erstmal hier FC0. Wir werden diesen FC0 im OB1 aufrufen und testen und natürlich auch mit den ganzen Funktionen beobachten, ob sich da auch etwas tut. Und an unserem Online-Platz werden wir das sogar sehen können, wenn wir die Webcam entsprechend einschalten. Wir werden in diesen Übungen temporäre Variablen erzeugen, Datenbausteine einpflegen und wenn wir ein Programm geschrieben haben, werden wir das Teile daraus aus diesem FC0, Teile daraus als parametrierten Baustein ablegen. Dazu benötigt dann den FC1. Und wenn wir schon die Gegenüberstellung dann machen, FCs und FBs, gilt natürlich, dass wir aus dem FC nachher einen Funktionsbaustein machen mit entsprechendem Instanzdatenbaustein.